Also Max Pucher, herzliche Gratulation. Titel erfolgreich verteidigt. Was sagst du dazu? Ja, also ich bin sehr froh, weil es ist ja doch sehr knapp geworden. Alles in allem durch verschiedene Situationen über das Jahr hinweg. Auch zweimal Fugler Schlammschlacht war nicht leicht für mich. Es ist nicht ganz meines. Und ja, wir haben dann noch einmal nachgerechnet kurz vorm Rennen und haben gesagt, also es jetzt, wo ich also dann den, wenn ich den dritten Platz schaffe in den Vorläufen, genügt auch der vierte. Und dann war es für mich eine ganz klare strategische Entscheidung, mich nicht auf irgendwelche Zweikämpfe und Blechschäden einzulassen, sondern ganz einfach mich auf den Meistertitel zu fokussieren, weil ja, den dritten Platz hier, den kann sich nie wieder einer erinnern, aber Staatsmeistertitel ist schon etwas sehr Wertvolles und über den freue ich mich schon ganz besonders. Kann ich mir vorstellen, absolut. Jetzt, wie geht es mit dem Max Pucher und dem World RX-Team weiter eigentlich in der Weltmeisterschaft und auch in der österreichischen Meisterschaft für die nächste Saison? Ist da schon einiges in Planung oder wie schaut das da aus? Ja, also Planung ist natürlich, im Moment ist die Planung eher technisch. Also wir befassen uns gerade damit, die Autos für nächstes Jahr zu bauen. Da gibt es viele neue Änderungen, viele Verbesserungen, die wir natürlich heuer gelernt haben. Vor allem unsere Lenkung, die war also dieses Jahr leider noch immer ein absolut Riesenproblem. Sowohl das Servo als auch, auch unsere Lenkstangen waren ganz einfach ganz schwache Stellen. Da haben wir schon eine Lösung. Ich habe schon einmal einen Prototypen getestet, das war extrem positiv. Es war aber noch nicht fertig, um es diese Saison einzusetzen, da muss man mehr testen. Und sonst haben wir jede Menge Geschichten in Richtung bessere Balance vom Auto, besseres thermisches Verhalten. Wie gesagt, bei so Sachen wie Leistung und so weiter muss man eh nicht mehr allzu viel tun. Das Auto ist eh absolut tipptopp. Aber ganz einfach, das Auto noch feinfühliger und noch dynamischer und besser kontrollierbar zu machen, das ist schon eine Riesengeschichte und da arbeiten wir im Moment hauptsächlich dran. Für mich natürlich, ich würde wirklich gern noch einmal eine Saison österreichische Meisterschaft und Zonenmeisterschaft fahren. Ich kann es aber noch nicht hundertprozentig bestätigen, dass ich das sicher machen werde, weil es von verschiedensten Dingen abhängt und da gehört vor allem auch dazu die Situation mit dem World RX Team. Ich habe extrem großes Interesse durch die Erfolge, die wir hatten, hier einiges an Autos und an Team-Unterstützung anzubieten. Und da wird sich hoffentlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen entscheiden, wer da was unterschreibt für 2017. Und danach kann ich eigentlich entscheiden, erst was ich mache. Und ja, im schlimmsten Fall, wenn ich nicht ÖM fahre, ja, ich glaube, ich habe meine Markierung, meine Kerben eingebracht am Holz. Ich habe was erreicht und ich habe jetzt nicht so dieses Ego-Bedürfnis, dass ich sage, ich muss jetzt noch einmal unbedingt Staatsmeister werden. Obwohl dreifacher Staatsmeister klingt nett, aber ist jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste für mich. Das zweite Mal, das noch einmal zu machen, vor allem den Zonenmeistertitel auch zu holen, war mir heuer schon sehr wichtig. Es war ein ganz klares Ziel für mich. Europameisterschaft lief ja aus technischen Gründen hauptsächlich gar nicht gut. Da musste ich ja dann eigentlich auch nach den Problemen, die wir mit den Autos hatten, durch die Crashes auch zurückziehen. Und das ist schlussendlich dann auch eigentlich das Thema, wenn das Team weiter wächst, wenn wir mehr machen, wenn wir erfolgreicher werden, ist es wahrscheinlich spannender und ist es wahrscheinlich interessanter, mich auf das Weltmeisterschaftsteam zu konzentrieren, als jetzt in der österreichischen Meisterschaft meine Zeit und Energie hineinzustecken. Also persönlich stellst du deine eigenen persönlichen Interessen hinten an und das World RX Team hat natürlich Vorrang. Das ist so gar nicht zu sagen, weil das World RX Team Austria ist mir genauso wichtig wie mein eigenes Fahren. Ich fahre wahnsinnig gern. Also ich werde sicher irgendwas fahren. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich kann auch nicht sagen, ob es eine österreichische Meisterschaft ist oder ob es irgendwas anderes ist. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das auf mich zukommen lassen. Es macht keinen Sinn, hier irgendwelche Vorentscheidungen oder Vorüberlegungen anzustellen. Wir haben mehrere Szenarien und wie immer bei diesem Sport hängt das ausschließlich am Geld. Es hängt nur dran, welcher Sponsor möchte mit welchem Sportler, mit welchem Team was machen. Wir haben nur, und das ist für uns sehr positiv, wirklich tolles Interesse. Also was mich Fahrer und Teams angeredet haben, ob wir ihnen Autos verkaufen, ob wir ihnen Europameisterschaft machen, ob wir ihnen Weltmeisterschaft machen. Und wir haben noch jetzt im Oktober eine ganze Reihe von Fahrern, die testen mit unserem Auto und
dann werden wir eigentlich in der Lage sein, Feedback zu bekommen, wo es lang geht. Und dann müssen alle Fahrer halt entscheiden, was ihre Sponsoren ihnen zur Verfügung stellen und ja, was sie selber hineinstecken wollen, weil da sind ja viele auch privat finanziert. Und dann schauen wir weiter. Also ich muss das ganz einfach so auf sich im Moment beruhen lassen und abwarten, was kommt. Aber ich würde sagen, dass wir ein Wölderix Team Austria wieder in der Weltmeisterschaft haben, ist so gut wie hundertprozentig. Ob es mehr Autos werden, ist leicht möglich. Was ich fahren werde, ich weiß es einfach nicht. Es ist auch fast alles drinnen. Ja. Okay, herzliche Gratulation von unserer Seite auch speziell für diese Erfolge. Ein Team in dieser Zeit mit dieser Intensität und mit dem Ganzen aufzubauen, das ist ja eine extra Aufgabe, noch muss man ganz dazu sagen. Ja, also das Team aufzubauen war schon sehr hart. Vor allem auch nachdem der Manfred Stoll und ich entschieden haben, das nicht mehr gemeinsam weiterzumachen, weil eben unsere Interessen unterschiedlich waren und unser Fokus eher mit seinen anderen Projekten und ich wollte eben mit dem Team auch ein bisschen mehr als er. Und das war für uns wahnsinnig hart am Jahresbeginn. Also wir sind 3 Wochen vor dem ersten Rennen da gestanden, ohne Lastwagen, ohne Zelt, hatten jede Menge Ersatzteile nicht, weil die Hersteller ganz einfach so langsam sind, haben ganz, ganz dringend getestet mit den Fahrern und ja, waren erstaunlicherweise in Mettet schon ganz gut unterwegs beim 3. Rennen. Hockenheim haben noch ziemlich gekämpft und Lyden Hill, ja, ist der Timur an zweiter Stelle liegend mit einem Lenkungsschaden ausgefallen. Und danach waren wir eigentlich kontinuierlich Semifinale, Finale, vorne dabei und immer irgendeine Kleinigkeit, immer irgendeine blöde Geschichte, wieder eine kaputte Lenkung, wieder ein Reifenschaden, eine Steward-Entscheidung, die halt nicht in unserem Sinne war. Und ja, erst in Barcelona ist das eigentlich gekippt und waren jetzt auch wieder im Finale und muss sagen, also wir spüren es auch jetzt, wir sehen es auch jetzt, die Autos sind einfach top. Es ist uns gelungen, das Fahrwerk vom letzten Jahr so zu ändern und so zu verbessern und wir sind wirklich dabei. Ja, also wir haben wirklich jetzt kein Problem mehr mit dem Auto, immer eigentlich im Training Top-Rundenzeiten zu fahren. Der Timo hat von den bis jetzt 10 gefahrenen Strecken schon 3 neue Rundenrekorde aufgestellt. Ja, also wir sind vorn dabei und ich hoffe, dass wir das so weiter tun können, weil es war auch nicht billig, also ich habe auch viel investiert in dieses Team und ich hoffe, dass unsere Sponsoren weitermachen, dass die Sponsoren der Fahrer weitermachen, dass Sponsoren von neuen Fahrern interessiert sind und dann hoffe ich, dass das so weitergeht und ja, wie gesagt, mein Wunsch wäre auch wieder einen österreichischen Fahrer zu finden, da gibt es auch Gespräche, ja, den einen oder anderen auch mit sehr großem Interesse, sehr bekannte Leute mit sehr guten Sponsoren und das wird aber frühestens in 2018 etwas, aber wahrscheinlich werden wir schon in 2017 ankündigen können und das wäre immer noch eigentlich mein Ziel, österreichische Fahrer im Team Austria wieder zu haben und ja, vielleicht einen österreichischen Weltmeister zu stellen, das wäre natürlich wieder das Beste. Wahnsinn, ja, super, also wir sehen schon alles am Laufen und wir freuen uns schon auf 2017. Herzlichen Dank für das Interview und Gratulation nochmal für die ganzen Meisterschaften. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, Marc.